hier gerade direkt vor dem Gebäude, vor dem Gerichtsgebäude. Ich war eben auch kurz drin. Man könnte mal sehen, wie es sich anhört, wie es aussieht. Ein bisschen außerhalb, also gerade vor den Türen des Gerichtsgebäudes. Ja, ich war kurz drin, gerade reingekommen. Also Sicherheitskontrollen ganz normal, im Prinzip wie am Flughafen, wie in jedem anderen Gericht auch. Die Sachen werden kurz gescannt, also wie beim Flughafen halt. Man wird kurz, läuft auch durch einen kleinen Scanner durch und überhaupt kein Problem. Und dann konnte man da hochgehen, Handys und so durfte man auch alles mitnehmen, da hatte überhaupt keine Probleme. Also da war zum Beispiel bei der Verhandlung von Monika Can, da war es ja deutlich härter, da durfte man keine Handys mitnehmen, man wurde komplett abgetastet, man durfte kein Wasser mitnehmen, gar nichts, hier war es alles ohne Probleme, Gimbal, alles in dem Rucksack drin, da sitzen Leute mit dem Laptop, man darf halt drin keine Fotos machen, leider. Ich hätte es gerne mal gezeigt, wie es da drin aussieht. Also ja, hat schon so ein altertümliches Gebäude, sah schon cool aus. Na gut, ich war kurz drin und gerade hingesetzt, Jacke ausgezogen, da war schon Mittagspause. Ich habe nur kurz den einen Anwalt was sagen gehört. Aber die Akustik ist nicht berauschend, weil es hört sich so an, als würde neben dem Mikrofon eine Schreibmaschine stehen und die Stenografin tippt da die ganze Zeit drauf rum. Also, ja. Und dann noch das British English, das auch noch sehr schwer zu verstehen ist. Ja. Aber wir gucken jetzt bis kurz vor zwei, ist da Mittagspause und dann gehe ich wahrscheinlich noch mal rein und mal gucken. Wie lange ich drin bleiben werde, bis später. Bitte. Also André Hunko von den Linken. Ja, nicht mehr jetzt. Nicht mehr Linke, Sarah jetzt Bündnis Sarah Wagenknecht, ja. Genau. Kannst du uns mal kurz erzählen, wie es da war? Also ich war eben auch kurz drin. Ja. Aber ja, erzähl mal, du warst ein bisschen länger drin. Genau, ich war bis jetzt im Gerichtssaal selbst auch drin. Im Gerichtssaal selbst auch, okay. Ja. Und Stella Assange ist gerade rausgekommen. Ja, da ist gerade Mittagspause. Das ist so spannend, was ich hier überhaupt nicht berichten kann. Okay. Jo. Also. Was ist Stella? Also, naja, okay, gut. Den Rest habe ich ja schon vorhin erzählt. Ah jo. Schade, wurden wir gerade unterbrochen. Ja, die Stella Assange ist rausgekommen. Da sind die ganzen Reporter alle dahin. Jo. Vielleicht wird schon mal gleich wieder live streamen. Okay. Ah, die gehen alle zur Bühne, ja? Dann gehe ich mal auch hin.